Aber die Bildungspolitik wird es wohl am allerwenigsten sein, die eine Brücke zum Wunschkoalitionspartner bilden könnte. Und bei der Tagung des Bundesparteivorstandes der ÖVP war daher auch nichts davon zu hören, dass man die Weichen auf Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit mit der SPÖ schon gestellt hätte. Die ÖVP baut ab. Nicht nur das Festzelt, sondern auch bei den Wählern. Schließlich hat man gestern das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren. Normalerweise Anlass für eine Obmann-Debatte. Doch diesmal versichern alle, der Obmannssessel ist Spindelecker sicher. Wird Michael Spindelecker auch nach der Sitzung noch ÖVP-Chef sein? Na, wie kommen Sie auf diese Frage? Naja, weil es ist doch ein schlechtes Wahlergebnis. Und bitte, das ist ein schlechtes Wahlergebnis. Der Abstand zwischen der ÖVP und der SPÖ ist enger geworden. Wird Spindelecker auch nach der Sitzung noch ÖVP-Chef sein? Da können Sie sicher sein. Ja. Selbstverständlich. Mit Sicherheit. Und welche Koalition würden Sie bevorzugen? Sage ich Ihnen in ein paar Tagen. Ähnlich zugeknöpft sind die meisten hier, wenn es um mögliche Koalitionsvarianten geht. Herr Töchterle, was wäre Ihre Lieblingskoalition? Ich sag nichts. Cogito ergo datio. Übersetzt, ich denke, also schweige ich. Wir legen uns in Koalitionsfragen nicht fest, lautet auch weiter die offizielle Parteilinie. Wir sehen eine Notwendigkeit, bei vielen Themen mit allen Parteien zu reden. Letztlich wird ja vieles gar nicht nur mit einer einfachen Mehrheit im Parlament entschieden werden können. Gespräche mit anderen Parteien ja, aber Koalitionsverhandlungen, die seien Sache der SPÖ. Noch gilt es offensichtlich in der ÖVP, Bedenken gegen eine Fortsetzung von Rot-Schwarz abzubauen.